Hannes Winninger von der SPÖ ist am Wort. Frau Kollegin Steger, ich verstehe einen Großteil Ihrer Kritik, aber ich kann nicht akzeptieren, dass Sie Tausende von ehrenamtlichen Sportfunktionärinnen und Sportfunktionären quer durch alle Bereiche in unserer Republik de facto als Büttel der Politik hinstellen. Jugendtrainer, Nachwuchstrainer, Jugendleiter, Menschen, die mit älteren Menschen mit besonderen Bedürfnissen Sport und Bewegung betreiben. Und für sie ist dieses Engagement alles nichts, nur weil sie politisch nicht bereit sind, sich zu engagieren. Aber das passt genau ins Bild der FPÖ. Ihr nehmt ja nicht einmal die Aufgaben wahr, die ihr wahrnehmen sollt. Nämlich zum Beispiel die Besetzung der Wahlbehörden bei der Bundespräsidentenwahl. Auch dort seid ihr nicht vertreten. Und Ihre Wortmeldung gegen die ehrenamtlichen Sportfunktionäre passt genau in diese Schiene. Aber ich muss auch zum Kollegen Walser. Kollegen Walser, ich bin wirklich tief erschüttert über Ihre Wortwahl. Sie haben den Herrn Bundesminister unterstellt, dass er irgendwelchen Bürgerkriegsfantasien hinterherhinken würde. Ist Ihnen bewusst, was Sie als gewählter Abgeordneter zum Nationalrat hier am Rednerpult der Republik zu einem Minister gesagt haben? Sie haben im Zusammenhang mit dem Denkmal für gefallene Soldaten gesagt, scheinbar hat der Verteidigungsminister Bürgerkriegsfantasien und Sie nicken noch dazu. Herr Kollege Walser, kommen Sie heraus und entschuldigen Sie sich. Sie wissen, wie viele Opfer es schon in der Zweiten Republik gegeben hat. Und es ist bei unseren Auslandseinsätzen, aber auch bei Katastrophen im Inland möglich, dass auch in Zukunft die eine Soldatin oder der andere Soldat ums Leben kommt. Und denen wollen Sie ein Denkmal verwehren und unterstellen dem Verteidigungsminister Bürgerkriegsfantasien. Das ist erbärmlich, Kollege Walser. Entschuldigen Sie sich. Ich muss jetzt abkürzen, ich wollte eigentlich zu den internationalen Einsätzen etwas sagen. Wir haben 69 Millionen Euro eingestellt plus 4,5 Millionen für Auslandstrainingseinsätze zur Steigerung der Kompetenz unseres Bundesheers. Wir sind sehr stolz, dass wir derzeit in 18 Missionen unterwegs sind, sehr kompetent, sehr geachtet von der UNO über die OSZE bis zur Europäischen Union und zur NATO. Österreich hat eine lange Tradition bei internationalen Auslandseinsätzen für friedenserhaltende und humanitäre Maßnahmen. Das wird weiter fortgesetzt. Herzlichen Dank, Herr Minister, auch für diesen Bereich und auch ein Danke, dass Sie trotz der großen sicherheitspolitischen Herausforderung ein Herz und Engagement für den Sport zeigen. Hannes Winninger von der SPÖ mit harscher Kritik in Richtung FPÖ und Grüne. Als nächstes am Wort der fraktionslose Rupert Doppler.